Heute kennen wir uns gerade 4 Wochen. Dass du Claudia heißt, weiß ich schon ewig. Klaus und Claudia. Passt eigentlich gut zusammen, hm? Wollen wir hoffen. Boah, stell dir vor, wenn ich für jeden Japaner, der hier oben durchfährt, eine Mark bekommen würde. Ja, sehr romantisch. Da müsste ich nichts mehr arbeiten. Nein, ich weiß was Besseres. Ich spucke auf jeden Mercedes runter. Haha, du Sau! Wieso? Ach, dann hast du doch den ganzen Rotz auf der Jacke. Na und? Hey, erzähl mir lieber was. Boah, gar nicht so leicht von hier oben. Ach, weißt du, was in meinem Horoskop steht? Nee. Hey, am Freitag geschieht was Unvorhergesehenes. Nutzen Sie die Chance. Und weißt du, was in deinem steht? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich lese keine Horoskope. In der Liebe ein romantisches Wagnis. Ach, Quatsch, ey. Ach, ich muss den ganzen Tag arbeiten. Was soll ich denn dafür ein romantisches Wagnis haben? Naja, echt jetzt. Ich meine, das kann man doch nie wissen, was noch geschehen kann an einem Freitag. Immer kann was geschehen. Jetzt zum Beispiel. Hast du gewusst, dass wenn ich einmal ausatme, sterben 3 Menschen? Probier's mal mit Mundwasser. Idiot! Hey, was hast du denn da für ein Buch? Na, was? Faszination, Jesus! Wo hast du denn das denn? Geschenkt bekommen! Glaubst du an sowas? Ach, wie kommst du denn da drauf? Naja, wegen dem Buch halt. Naja, schon. Und wie ist es? Kann man nicht so sagen. Zu intim. Oh. Warum erzählst du mir nicht was von dir? Dir muss man alles aus der Nase ziehen. Ja, das mit dem Buch mit Jesus, Mensch, das kann man nicht so rum erzählen. Du persönlich. Dann wirst du eh nur dumm angemacht, ey. Ich sag dir auch, was in meinem Horoskop steht. Na? Du machst mich dann auch dumm an. Oh, das ist doch was ganz anderes. Wieso? In der Liebe ein romantisches Wagen. Ich glaube an Gandhi. Der hat sich alle Kleider selber gemacht, als Mann. Ja. Und dann die ganze Revolution in Indien. Oder der Dalai Lama in 7 Jahren in Tibet. Boah. Na, also weißt du, ich finde Gandhi einfach interessanter als Jesus. Den kann ich mir wenigstens vorstellen. Ja, aber das mit Jesus ist irgendwie anders. Mensch, der macht nicht so auf Moral und Religion. Der fährt total cool ab, ey. Irgendwie gibt es da eine ganz andere Quelle. In dem Buch steht, da geht's um alles. Jesus war gar nicht so ein Kirchenheini. Der war total gut drauf, ey. Boah, ich hab Bock auf Chicken McNuggets. Komm, wir gehen zu McDoof. Chicken McNuggets. Ja, weißt du, ich kann mit Jesus nicht so viel anfangen. Der ist mir zu abgefahren, zu weit weg. Und du kannst mir auch nicht sagen, was an dem Besonderes war, oder? Ja, ich weiß ja auch nicht alles über diesen Jesus. Nur halt, was gerade in dem Buch steht. Aber das war nicht so ein durchgeknallter Weltverbesserer. Na, Gandhi auch nicht. Irgendwie hat der total die Power im Denken und so. Da geschieht was hier drin. Ich kann zu ihm sprechen, so wie jetzt zu dir. Oder ich kann mich beschweren. Manchmal beschwere ich mich auch. Oder ich spreche zu ihm, so wie zu einem Kumpel. Eigentlich kenne ich dich gar nicht richtig. Du kannst mich ja richtig kennenlernen, wenn du willst. Ich weiß ja nicht, was willst du denn wissen über mich? Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich finde das cool, dass du dir über alles Gedanken machst. Also ich frage mich auch oft, wozu? Wozu das Ganze? Ja, nur mit diesem Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Verstehe. Ich meine, wenn du so zu ihm sprichst, gibt er dir dann auch eine Antwort?